Was ist die Regelaltersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt 17 Rentenarten. Eine davon ist die Regelaltersrente. Sie wird im Volksmund auch als reguläre Rente bezeichnet. Die Regelaltersrente gibt es grundsätzlich nur abschlagsfrei. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser Rentenart ist, dass der Versicherte seine individuelle Regelaltersgrenze erreicht hat und er mindestens 5 Jahre Wartezeit erfüllt hat. Das sind ausschließlich Beitragszeiten, wie zum Beispiel Pflicht- oder freiwillige Beitragszeiten. Nach § 35 SGB VI gibt es die Regelaltersrente erst ab dem 67. Lebensjahr. Für Versicherte, die vor dem 01.01.1957 geboren sind, war es noch das 65. Lebensjahr. Für Versicherte, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Regelaltersrente oder Grenze in bestimmten Stufen angehoben. Einkommen und Hinzuverdienst wird grundsätzlich auf die Regelaltersrente nicht mehr angerechnet. Die Regelaltersrente kann als Voll- oder als Teilrente frei gewählt werden. Gerne planen wir Ihren Ruhestand mit Ihrer Regelaltersrente. Nutzen Sie unser Paket, Ihr Rentenfahrplan auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel von rentenbescheid24.de.